Wir zeigen euch heute schöne Orte in Südtirol, die noch unentdeckt sind. Also wahre Geheimtipps. Viel Spaß! Schon stark, wie wild das Wasser hier ist. Und einfach wie viele Wassertropfen auch einfach in der Luft rumfliegen. Es ist ganz schön nervenaufreibend, wenn man nicht ganz schwindelfrei ist. Wart ihr denn schon mal in Südtirol? Und wenn ja, was habt ihr hier erlebt? Schreibt uns eure Ausflugstipps und Wandervorschläge gerne unten in die Kommentare hinein. Wir waren ja auch schon ganz oft da und entdecken trotzdem immer wieder was Neues. So auch dieses Mal. Wir sind nämlich an märchenhaften Schlössern vorbeigekommen, haben über geniale Aussichten gestaunt und waren an richtig schönen Bergseen. Zuallererst geht's jetzt aber tief in eine Klamm hinein. Weit im Süden von Südtirol liegt die Rastenbachklamm, versteckt mitten im Wald. Oder sollte ich besser Dschungel sagen? Über eiserne Treppen und Stege führt ein Weg in die wildromantische Schlucht. Knapp 2 Stunden dauert die Rundwanderung durch die Klamm und ihr müsst ungefähr 250 Höhenmeter überwinden. Ich bin ein bisschen so an, als seien wir in so einem Urwald unterwegs. Überall sind so grüne, kahle, efeu rankt an so Baumstämmen nach oben. Und wir laufen natürlich die ganze Zeit am Wasser entlang. Im oberen Teil fließt das Wasser über flache Kaskaden hinab, doch ganz unten, tief drin in der Rastenbachklamm, steht ihr plötzlich vor einem faszinierenden Wasserfall. Das ist einfach so ein einziger Strahl, der da runterkommt. Sehenswert ist auch die Aussichtsplattform. Ein Podest ragt über den Baumwipfeln in die Landschaft hinein und eingebettet zwischen den Felsen leuchtet der Kalterer See in einem intensiven Türkis. Unser nächster Tipp ist das Weindorf Kurtatsch an der Südtiroler Weinstraße. Cheers! Zum Wohl! Zwischen den Häusern liegen die Weinfelder in verschiedenen Höhenlagen. Dadurch gibt es hier eine riesige Auswahl an Weinsorten. In den höheren Lagen gedeihen eher spritzigere Weißweintrauben und in den niederen Lagen reifen vollmundige Rotweintrauben. Um sich durch die verschiedenen Sorten durchzuprobieren, lohnt sich auch ein Besuch in der Weinkellerei. Dort könnt ihr eine Führung durch die Weinkeller unternehmen und ihr erfahrt einiges über den Anbau. Die Burg Hocheppan gehört zu den wichtigsten Festungen in Südtirol. Sollte man also mal besucht haben. Sehr fotogen erhebt sie sich oberhalb von Bozen. Vom Parkplatz seid ihr in etwa 30 Minuten zu Fuß an der gut erhaltenen Ruine. Hier geht's rein in die alten Gemäuer. Ob wir wohl ein Schlossgespenst sehen werden? Ich glaube eher nicht. Dennoch ist die Anlage sehr beeindruckend. Die Burg wird durch ein komplexes System an Vorwerken und Türmen aus dem späten Mittelalter geschützt. Wenn ihr Zeit mitbringt, empfehlen wir die Burgenwanderung. So könnt ihr auch die Burgruine Beaumont und das Schloss Korb besichtigen. Die Burg hätte irgendwie auch als Kulisse in einem Fantasy-Film dienen können, oder? In der Burgschenke soll es übrigens auch gute Knödel geben. Lohnt sich also, da mal vorbeizuschauen. Wenn ihr es hingegen ein bisschen sportlicher mögt, dann haben wir auch einen Tipp für euch. Da geht es schier senkrecht die Wand hinauf. Der Fennberg-Klettersteig ist nichts für schwache Nerven. Von Mark Reit klettert ihr über Trittbügel und Leitern die massive Felswand des Fennbergs nach oben. Da solltet ihr auf jeden Fall schwindelfrei sein und euch im Zweifel von einem Bergführer begleiten lassen. Die Strecke ist rund 12 Kilometer lang und es werden immerhin knapp 1000 Höhenmeter überwunden. Es ist schon sehr krass, wie tief das überall einfach nach unten geht und wie man dann so mit den Füßen über dem Abgrund steht. Es empfiehlt sich, den Fennberg-Klettersteig nicht im Hochsommer zu gehen. Da liegt die Felswand nämlich fast ganztägig in der Sonne und es kann ziemlich heiß werden. Für den Abstieg würden wir euch zum Rückweg über das Fenner Hochplateau raten. Hier liegt der idyllische Fennberger See, auch ein eher unbekannter Ort in Südtirol. Mindestens genauso aufregend sind auch die Barbianer Wasserfälle. Hier donnert das Wasser aus 85 Metern in die Tiefe. Der untere Wasserfall ist recht einfach zu erreichen und ein wahres Naturspektakel. Man kommt hier ganz dicht ran. Ist das stark hier, das Wasser fällt da oben so richtig gigantisch nach unten und es ist mega viel Wasserstaub einfach überall in der Luft. Doch ihr solltet hier auf keinen Fall umdrehen. Über einen Wanderweg gelangt ihr noch zu weiteren Stufen und zu dieser hölzernen Brücke. Sie ist direkt vor dem oberen Wasserfall über den reißenden Fluss gespannt. Zum Abschluss der Rundwanderung könnt ihr noch in 3 Kirchen einkehren. Der Ort ist ein wahrer Kraftplatz mit schönem Panoramablick. Und damit sind wir bei einer herrlichen Genusswanderung.
Der Kästchenweg im Eisacktal führt durch wunderschöne Kastanienhaine. Und wenn die Früchte langsam reifen und die Blätter sich färben, wirkt die Landschaft wie aus einem kitschigen Gemälde. Hinzu kommen immer wieder geniale Aussichten und idyllische Passagen durch Weinfelder. Insgesamt ist der Eisacktaler Kastanienweg über 90 Kilometer lang, doch ihr könnt auch einfach nur Teilstücke, wie zum Beispiel den ca. 6 Kilometer langen Abschnitt zwischen Feltuns und Kloster Säben erwandern. Die zahlreichen Hütten und Höfe am Wegesrand laden zum Einkehren ein. Hier gibt's guten Wein und natürlich eine traditionelle Südtiroler Marinde. Bevor wir euch jetzt verraten, wo ihr einen richtig guten Blick über die Dolomiten habt, haben wir noch einen Tipp für den Herbst für euch. Probiert da unbedingt mal das Törgelen aus. Da trifft man sich abends mit Freunden im Wirtshaus, probiert gutes Essen, leckere Weine und Kastanien. Und damit kommen wir nun zu dem Platz, auf dem wir hier gerade stehen, nämlich zum vielleicht schönsten Hochplateau Südtirols. Das Hochplateau Salten ist das höchstgelegene Lerchenhochplateau in Europa. Immerhin sind wir hier auf einer Höhe von rund 1500 Metern. Ganz oben stehen ein Gasthaus, ein Bauernhof und daneben eine urige Kirche. Wenn ihr diesen Ort besuchen möchtet, müsst ihr allerdings die Wanderschuhe schnüren oder das Bike nehmen. Dann geht es über autofreie Forstwege vorbei an grünen Almwiesen, Kuhherden und Pferdekoppeln hinauf. Die Idylle auf dem Hochplateau wirkt schon fast unwirklich und wie die Kulisse eines klischeebehafteten Heimatfilms. Also die Tiere haben hier auf jeden Fall eine richtig gute Aussicht, denn da hinten am Horizont sind sämtliche bekannte Dolomitengipfel zu sehen. Da wären zum Beispiel der Latemar, der Rosengarten, der Schlern, daneben der Plattkofel und der Langkofel. Und im Hintergrund blitzt auch noch das Sellermassiv hervor. Welcher Ort hat euch am besten gefallen? Welche Orte haben wir vielleicht sogar vergessen? Schreibt uns das gerne unten in die Kommentare hinein. Und ansonsten denkt an die Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wir freuen uns natürlich auch über das Abo. Wenn ihr mehr aus Südtirol sehen möchtet, dann schaut hier vorbei. Ciao, ciao!